Und ein herzliches Willkommen zurück, Leute. Das fröhliche Zählen geht weiter. Und heute machen wir mal wieder ein Remake zum, man sieht schon im Hintergrund, zum Spinosaurus. Mein altes Video ist über eine Stunde 40 Minuten lang. Also das war schon so wirklich eine richtige Bombe vom Video. Und das kann man sich auch wirklich nicht mehr angucken. Man muss es echt mal ein Stückchen kleiner oder kürzer schneiden. Und da ich das damals nicht gemacht habe, habe ich das heute mal vor. Wir nehmen uns heute mal den Spino vor. Und ich erkläre euch zwei Varianten, die ihr, oder sagen wir mal drei Varianten. Drei Varianten, wie ihr den Spino am besten zähmen könnt. So, ich drücke jetzt mal K. So, gehen wir wieder auf die richtige Position. Oh, hier liegt ein Ei. Hier liegt ein Ei. Brauche ich nicht. Sonst gibt es nämlich gleich noch Action. Also, es gibt drei Varianten, die ich jetzt machen würde, um den Spino zu betäuben. Der hängt da übrigens schön hinten an der Wand fest. Die leichteste Variante ist, ihr nehmt euch euren Flugsaurier. Wenn ihr vielleicht zu zweit seid, könnt ihr das mit dem Tapajara machen. Das ist ja ein Dreiersitz. Wenn ihr alleine seid und habt vielleicht schon einen Quetzal, da habe ich ja auch ein Video zugemacht, wie man einen Quetzal alleine vom Himmel holt. Dann stellt euch auf den Quetzal und schießt ihn eben ganz gemütlich vom Quetzal ab. Oder ihr macht das so wie ich, wenn ihr jetzt keinen großen Flugsaurier mit dem Quetzal habt, sondern einfach nur hier so eine Tapete, eine Tapajara oder eben ein Pteranodon, dann fliegt ihr auf eine hohe Position, zielt zwei, dreimal auf ihn drauf, dann meistens, wenn ihr vielleicht zu weit weg seid, dann wird er nicht aggressiv, aber wenn ihr ziemlich nah seid, dann wird er sofort auf euch aufmerksam und wird euch dann auch angreifen. Und wenn er nicht hochkommt, ist das genau perfekt, dann schießt ihr, keine Ahnung, 10, 15 Mal in die Birne und dann fällt er schon um. Und dann gibt es noch die dritte Variante und die werden wir heute machen. Ich guck gerade mal, ich stelle den, glaube ich, nicht hier hin, sonst komme ich nachher nicht mehr runter. Ich stelle den mal, glaube ich, eine Etage tiefer. So. Kann man übrigens auch mit dem Fernrohr nachher machen, also den dann rufen, aber das machen wir heute nicht. Ihr seht, der backt da hinten auch in der Wand, das ist ein bisschen blöd, aber das wird jetzt uns nicht weiter interessieren. So, hoffentlich kommen jetzt keine bösen Tiere. Die Kleinen, die sind nicht so schlimm. Die Großen sind eher nerviger. So, die machen wir jetzt erstmal. So, habe ich erstmal direkt umgeprügelt. Level 8 war ja auch jetzt nicht unbedingt stark. Okay, weil die dritte Variante, wie ihr den betäuben könnt, ohne Schaden zu bekommen, wir hoffen, dass das auch heute klappt, das könnt ihr mit der Large Bear Trap machen, also mit der großen Bärenfalle. Und dann legt ihr die einfach mal, es gibt natürlich die kleine und die große, die kleine ist eher was für Personen oder für kleine Tiere und die ist auch für große Tiere und dafür auch den Spino geeignet. So, ich kann jetzt nicht da reinlaufen, das ist meine und ihr werdet jetzt sehen, wir werden jetzt mal anschießen. Wir haben natürlich jetzt seit dem letzten Patch neue Darts bekommen. Also ihr könnt das natürlich auch wieder mit den Standard Trank Arrows machen, also mit den Betäubungspfeilen. Würde ich aber nicht mehr, wenn ihr schon in der Zeit, also ihr wisst ja, den Sattel kriegt man erst auf Level 60. Wenn du Level 60 bist, dann hast du schon keine Steinpfeile mehr, dann nutzt du natürlich Darts. Und Darts machen weniger Schaden und das ist auch noch ein bisschen besser und haben auch eine stärkere Betäubung. Die Darts, das sind die billigen. Das sind die teuren und die würde ich euch auch dann auch ans Herz legen. Also wir fangen jetzt erstmal an mit den normalen Darts. Okay, die habe ich nämlich jetzt noch nicht drauf gehabt. Okay, drücken wir mal auf die 3. Wollen wir hoffen, dass wir den auch anziehen. So. So. Ah, okay. So, der ist jetzt hier fest und jetzt könnt ihr zum Beispiel die richtigen Darts nehmen und dann weiter auf ihn schießen. Ihr könnt natürlich auch wieder, oh, das muss ich nämlich natürlich jetzt auch noch machen, ganz wichtig, dass ich auch hier die andere Trap wieder aufbaue. Der baut natürlich jetzt nicht die auf, wo hab ich sie, oh, ich habe sie gerade gedroppt natürlich, das war natürlich ein bisschen dämlich, das war gar nicht gut. Ich gucke erstmal, ob ich sie irgendwo hier wieder finde, die ich gerade auf den Boden geschmissen habe. So.
Nicht gut. Der beißt mich natürlich auch zu Brei. Der ist natürlich... Ich bin zwar vom Level zwar ein bisschen höher als er, aber... Die Spino sind immer noch stark genug, um mich zu killen. Aber wir versuchen ihn trotzdem mal in die Bärenfalle zu locken. Wieder mal. Okay. Typisch Spino, wenn es... Okay, das war schon. Brauchte ich schon gar nicht mehr. Ihr seht, das war ein bisschen knapp. Ihr hättet nicht so machen sollen wie ich. Ihr hättet direkt, nachdem ihr den Eimer gefangen habt, direkt nochmal ein bisschen weiter weglaufen, dann nochmal eine Trap legen. Dann läuft er wieder in die Trap und nach... ihr seht, das ist jetzt vom Level. Welches Level war das überhaupt? Level 27. Nach einer Zeit, wenn ihr jetzt die richtigen Trank... Shocking Tranquilized Darts, also das sind so gesehen, das hat man jetzt bei dem Spino nicht gesehen. Der kriegt natürlich so kleine Schockwellen. Können wir hier an dem zeigen? Okay, er ist weggefahren. Oh, das ist nicht gut, wenn der hier kommt. Das ist gar nicht gut, wenn der hier kommt. Ihr Calicuterium, der schmeißt mit Steinen und das ist gar nicht gut. Aber wie werden wir uns jetzt erstmal um den Spino kümmern. Also wie gesagt, diese Shocking Arrows, diesen Shocking Darts sind natürlich ein bisschen besser. Ihr könnt es aber problemlos auch mit dem ganz normalen Standard Darts machen. Ich will nicht, dass der hier bei mir rumläuft. Das ist gar nicht gut. Wir legen das Kribbeln jetzt noch nicht rein. Ich will euch noch ganz kurz erklären, wie man zum Beispiel diese Darts hier, die ich jetzt gerade mal erklärt habe, diese ganz neuen Darts, wie man die herstellt. So. Nicht unbedingt teuer in der Herstellung. Das Problem ist einfach nur, ihr braucht das Biotoxin. Und Biotoxin bekommt ihr nur von den Quallen. Und davon braucht ihr nämlich so gesehen. Also die Quallen sind nicht ohne, die machen natürlich, die meistens sind die immer zu dritt, zu viert unterwegs und die machen Elektroschocks und lassen euch dann wirklich auch nicht mehr aus diesem Elektroschock raus. Das sind ziemlich gefährlich. Und davon braucht ihr eben so gesehen 3 Biotoxin, das sind die Sachen, die sie droppen, 2 Metal Ignits und dann einen von diesen roten Tranquilized Darts. Alles in den Fabricator und dann könnt ihr das dann so gesehen, dann könnt ihr euch dann so gesehen einen von diesen Pfeilen craften. Achtung, bitte nicht drauf loscraften wie die Weltmeister. Ihr seht schon, wenn ich jetzt gerade die Mauszeiger drauf habe, die verfallen. Also spoiled in 3 Stunden und noch was. Also gesehen, die verfallen nach einer Zeit und ihr kriegt, ich weiß nicht mehr ganz genau, was ihr zurückbekommt, aber ihr kriegt nicht die ganzen Ressourcen zurück. Wie natürlich für jeden Fleischfresser könnt ihr dem jede Fleischsorte geben. Raw Meat, Raw Prime Meat, Fischfleisch, alle Fischfleischsorten, die es gibt. Natürlich mit dem letzten oder vorletzten Patch, als der Ovis rauskam, das Schaf, haben wir natürlich jetzt Lammfleisch bekommen, das Raw Mutton. Und wenn ihr das natürlich gebt, dann geht die Zähmung richtig schnell. Oh, ihr seht übrigens, meine ganze Rüstung ist kaputt gebissen worden. Nicht? Von unserem Spino. Und das werden wir jetzt mal, wenn wir uns auch mal um den Spino kümmern. Ihr seht, langsam geht der auch runter. Der Spino braucht übrigens das Argentavis-Kibbel. Das seht ihr hier. Ich gebe dem jetzt erstmal ganz kurz ein bisschen Narkotics. Narkotik sind da, wenn ihr es jetzt selber nicht wisst, Narkotik sind da, um ihn weiter zu betäuben. Er ist jetzt im Moment betäubt und das haben wir eben weiter auf der Betäubung, auf dem Torpor, das ist hier dieser Wert hier unten, dass das weiter wieder hochsteigt, nicht wieder runtergeht. Das ist nämlich dieser lila Balken. Wenn der lila Balken nämlich nach links runtergeht, dann ist das Tier wieder frei oder besser wieder wild oder es erwacht wieder. Also das Kibbel, das Argentavis-Kibbel ist das Kibbel für den Spino. Dafür braucht ihr ein Argentavis-Ei, eine Zitrone, ein Prime-Meat-Jerky, 2 Mejo-Bären, 3 Fiber und einmal ein Wasserbehälter und alles in den Kochtopf und dann habt ihr euer Kibbel. Der hängt da fest, ansonsten kommt hier nichts Böses. Okay. So, dann können wir eigentlich das Kibbel schon mal reinschmeißen. Ich brauche gar nicht so viel. Es geht sowieso schnell. Auf unserem Server ist das ja ein bisschen schneller eingestellt. Und dass es jetzt auch für die Zähmung jetzt nicht so wichtig ist, ist ja eigentlich nur Information für euch, wie das am besten geht und wie ihr es am besten machen könnt. Die 2 Varianten, die ich euch vorher erklärt habe, sind die einfachsten Varianten von einer hohen Position oder von einem
Flugsaurier. Tolles Wetter mal wieder. Deckswetter. Scheiße, wenn ich draußen bin, regnet es immer. Ihr seht, also das bei uns ist Taming ein bisschen höher gestellt. Also gesehen, deswegen ist der Balken auch jetzt gerade so hoch geflogen. Aber wie gesagt, da wir ein kurzes Video machen möchten und keine langen Videos, ist das genau richtig jetzt für diese Info. Nochmals Info, ihr wisst ja, der Spinosaurier ist ja auch ein Wassertier, kann unter Wasser schwimmen und auch tauchen. Nicht lange, aber ihr könnt es ja selber auch noch hochskalen, aber er kann unter Wasser tauchen. Ihr solltet dann eben nur aufpassen, dass ihr könnt natürlich problemlos auch ins Meer tauchen, ganz, ganz tief runter. Aber ihr müsst eben aufpassen, auch wenn es ein großes Tier ist, der Thusoteudes, das ist der Kraken, kann den Spino locker packen und dann eben, ihr wisst ja, der Riesenkraken ist ja mega stark, also passt immer schön auf, wo ihr mit dem Spinosaurus hinschwimmt. So, hat nicht mehr gegessen. Aber wir stellen uns mal hier vorne hin, dann könnt ihr das Gesicht mal von dem sehen. Sieht übrigens immer super geil aus, wenn der frisst. Übrigens, der Spinosaurus ist einer meiner Lieblingssaurier. Oder sagen wir mal, von den großen Dinos ist das mein Lieblingssaurier. Weil ich finde einfach die Variante auf dem Land und auf dem... Na, komm ich hier irgendwie hoch? Auf dem Land und auf dem Wasser zu laufen zu können. Oder besser im Wasser zu schwimmen. Finde ich super. Der T-Rex ist natürlich der bekannteste und der stärkste vielleicht hier auch irgendwie. Also, wenn ich jetzt nicht über den Giganotto rede, von der Klasse vom Spino eben her ist dann... ich komme jetzt hier gar nicht mehr hoch. Mist, ich wollte eigentlich hier vor euch irgendwo oben drauf. Naja, dann bleibe ich eben hier. Also gesehen, der Spino ist schnell... Ist auch recht wendig. Also ist natürlich kein... Der läuft ja auf vier Beinen. Deswegen ist er natürlich nicht so wendig wie ein T-Rex. Aber trotzdem ist der Spino mein Lieblings... großer Dinosaurier, den es im Moment im Spiel gibt. Was leider ein bisschen schade ist, der Entwickler hat zwar versprochen gehabt, aber noch nicht gehalten. Es soll vielleicht noch nachgepatcht werden. Die Dinosaurier sollten ja jeder Dino... der auch damals einen Schrei gemacht hat. Wie der T-Rex, der hat einen super geilen Schrei. Dann gibt es noch den Giganotto, der macht auch einen coolen Schrei. Die neuesten Dinos, wie jetzt zum Beispiel der Thylacoleo, das ist diese Katze, die immer an dem... Das ist ein Beuteltierkatze, die hängt doch hier an den Bäumen immer. Und der hat auch schon einen coolen Effekt, wenn man auf C drückt. Also wenn ihr jetzt auf PC spielt, dann könnt ihr auf C drücken, dann habt ihr diesen Brüll. Dieses Gebrüll von diesem Tier ist schon ganz cool. Leider hat es der Spino noch nicht und ich würde echt, drücke echt die Daumen, dass der Spino auch mal ein Gebrüll bekommt. Gebrüll, sagt man das eigentlich? Gebrüll, ne? Ein Gebrüll. Das Gebrüll bekommt und wäre schon cool, weil er ist echt für das, was er hier so präsentiert, von Riesensaurier, ist er von Effekten irgendwie ein bisschen noch zurück. Wir sind gleich schon fertig. Ihr müsst eigentlich gleich mal essen. Ich habe hier übrigens schon den Spinosattel natürlich mit dabei. Den Spinosattel werde ich euch jetzt schon mal erklären, weil wir sind ja schon wieso fast gleich fertig mit der Zähmung. Wie gesagt, der Spinosattel ist jetzt nicht so besonders. Na, er ist einmal, okay. Von der Seite sieht man es leider nicht. Ist es auch nicht so teuer, wenn ihr schon Level 60 seid. Ist das nichts mehr Besonderes für euch? Ihr braucht 380 Hide, 200 Fiber, 45 Cementingpaste, ist auch total easy, kriegt ihr hier von den ganzen Biberdämmen, kann ich das gleich mal übrigens machen, und ihr braucht diese weißen Perlen, die Silica-Perlen, die kriegt ihr meistens auch hier aus diesen Biberdämmen. Achtung, die Biberdämme sind zwar sehr schön zu looten. Und auch ein Tipp von mir, wenn ihr diese looten solltet, schmeißt alles raus, was ihr auch am Ende nicht braucht, zerstört die immer, damit die wieder nachspawnen. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel was drin lasst, was ihr nicht braucht, dann bleibt das der Damm bestehen und es wird nichts mehr nachspawnen. Also wie gesagt, Cementingpaste kriegt ihr ganz problemlos hier aus den Biberdämmen. Jetzt gucke ich gerade mal, ist hier ein Biber? Weil die Biber sind echt stark und gefährlich. Okay, sobald ihr nämlich hier dran geht, geht's ab. Okay, das nehme ich mit und das nehme ich mit und das nehme ich
mit. Und das schmeiße ich einfach mal. Da kommt der Biber. Oh, oh, oh. Ich komme schon, ich gehe schon, ich gehe schon. Die sind übrigens ziemlich schnell. Au, au. Ich werde schon in den Arsch gebissen. Nein, lass mich. Ich habe jetzt keine Zeit nachzuladen, deswegen hau ich den jetzt erstmal. Aua, der hat mir wirklich meine Rüstung kaputt gehauen. Der Arme. So, jetzt bin ich nackig, aber es macht nichts. Wir haben hier so. Oh, ich könnte eigentlich langsam mal wieder ein bisschen was von den Narkotiks nachpumpen. Ich habe übrigens eine. Oh, das ist Organic-Narkotiks. Habe ich das übrigens das Falsche genommen? Naja, Wurst. Das ist Wurst. Naja, nicht so schlimm. Da sich vom Bild ähneln, ist das, oh, da hinten ist irgendwas dieses wild geworden. Ah, da hinten wird geprügelt. Ihr könnt es aber auch problemlos mit den ganz normalen schwarzen Bären hier. Na, da sind sie. Mit den schwarzen Bären könnt ihr sie auch problemlos zähmen. Braucht ein paar mehr davon, aber das geht alles. Jetzt gucke ich gerade mal, kann ich jetzt irgendwie noch meine Trap mitnehmen? Ist die überhaupt noch aktiv? Nö, die ist schon weg. Oh, da hinten wird. Da hinten prügelt der Calicotherium die Lophosauren durch die Gegend. Für die PvP-Spieler unter euch, der Spino kann nur Heid- und Holzwände zerstören. Keine Steinwände, also auch keine Eisenwände wieder hinten. Dieses Eisengehege vom Stone. Er kann nur Heid und Holz zerstören, also nichts, nicht mehr. So, wir sind jetzt aber gleich fertig hier. Okay. Entschuldigung. Das gehört hier zu. So. Wenn ihr übrigens noch andere Zähmungen haben möchtet, wir haben alle Tiere gezähmt, die es in Ark gibt. Den Trikier, den Triceratops, den Dimorphodon, den hier fliegt. Oh, da ist er. Da ist er wach geworden. Da ist er auf. Und habt ihr den Brüll gehört? Diesen. Und das macht er leider nicht. Das macht er leider nicht. So, jetzt ziehen wir mal das hier drüber. Das ziehen wir weg. Ja. Nehmen wir das auch mal weg. Und so, jetzt setzen wir uns mal drauf. Ihr seht, einen Mega-Schritt hat der. Aber wirklich einen Mega-Schritt. Und wenn ich auf C drücke, normalerweise brüllen Tiere. Rechte Maustaste gibt es auch kein Gebrüll. Leider macht er das hier nicht. Ich zeige euch das mal ganz kurz auf K. Das ist ein super cooler Saurier. Ich finde den abgefahren geil. Boah, was ist denn hier los, ey? Aufsammlung der Tiere. Bäm. So. Und. Machen wir erstmal hier so ein bisschen Action. Ihr seht, er hat zwar einen großen Wendekreis, aber hat trotzdem das Gute. Oh, meine Schildkröten haben einen mega Panzer. Das dauert immer ein bisschen Ewigkeiten lange. Er kann sich super auf der Stelle drehen, wie ihr seht, und trotzdem auch nach zur Seite beißen, was viele Dinosaurier nicht können. So. Und jetzt gehen wir mal ins Wasser und dann tauchen wir mal eine Runde für euch. Ja, ich hoffe, es wird auch mal gleich ein bisschen tiefer. Ich glaube, hier wird es gar nicht so tief. Gibt es noch eine tiefe Stelle? Nee. Schade. Okay, hat jetzt keine Stamina mehr. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube gerade, es gibt noch eine tiefere Stelle, wo ich mal ein bisschen schwimmen kann mit dem Spino. Also er kann wunderbar schwimmen. Hat aber leider trotzdem nicht viel Ausdauer. Ich zeige euch mal ganz kurz die Werte, die er hat.
kann übrigens schon Level aufsteigen. Das war bin ich gewesen. Wir steigen mal im Damage. War ganz okay. Ein bisschen Stamina mehr dazu. So. Das ist schon cool und das sollte öfters mal sein. Also hier, ich zeige euch das mal ganz kurz, diesen Effekt, wenn man ein Tier levelt. So. Und dann wackelt er mit dem Schwänzchen. Macht er so ein bisschen wie der Wolf auch. Der Wolf macht das gleiche. Also da hätten sie auch ein bisschen vielleicht mit dem Spinosaurus ein bisschen Mühe geben sollen oder können. Weil der Spino eben, ich muss ganz ehrlich sagen, viel, viel besonderer ist als der T-Rex. Und deswegen finde ich das ein bisschen schade, dass der Spino nicht viel an Special Effects bekommen hat oder bisher bekommen hat. Ich denke mal, es wird noch irgendwann verbessert werden, aber eben noch ist es nicht so weit. So, ich drehe mich mal jetzt so zu der Seite hier um. Dann machen wir mal so ein schönes Foto, weil ich finde, dass der immer so cool ist. Die Fotos schießen in Ark ist immer cool. So, das war's, Leute. Ich denke mal, ich habe alles gezeigt. Ich zeige mal ganz kurz noch auf der Karte, wo wir hier gerade sind. So, sorry. Warten wir ganz kurz, bis die Karte aufgebaut ist. Okay, wir sind hier, da wo dieser braune Knöppes ist. Das ist so diese eine Ecke, wo im Spinos immer auftauchen. Wo auch sehr, sehr, sehr viele Spinos auftauchen, ist in der Bucht, wo ich in Staffel 1 mein Haus hatte. Das ist auch die Spino-Bucht genannt. Da seid ihr auf Lat, also ist die linke Seite, Lat ungefähr 78 und Lon bei ungefähr 37, 38. Das ist so eine Bucht, wo mindestens immer zwei Spinos unterwegs sind und ansonsten findet ihr die eigentlich so gesehen überall, wo es seichtes oder eben Gewässer sind, nur kein tiefes Gewässer wie jetzt zum Beispiel am Meer. Also wenn es noch am Rande ist, dann ja, wenn es zu tief wird, dann nicht mehr. Also gesehen überall, wo Flüsse sind und es noch trotzdem warme Regionen sind, findet ihr den Spino eigentlich fast überall. Okay, ihr seht, der Sattel sieht auch übrigens total abgefahren aus, finde ich super cool, riesengroß, voller Chefsessel, könnte man super cool im Kino nutzen. Okay, also das war's eigentlich schon. Erklärt habe ich euch das Kibbel, den Spino-Sattel, wie man die Shocking Tranquilize Dingsbums da aufbaut und wie man diese großen Traps, wo ihr den eigentlich auch mitfangen könnt, macht es am besten nicht so wie ich. Am besten dann wirklich auch hintereinander legen und dann langsam anlocken und dann immer schön in den Kopf schießen. Okay, Leute, das war's von mir und Spino und dem Namen werde ich dem noch später mal geben und dann nochmal bis dann und in der Endcard werde ich euch dann noch mit zwei, drei anderen Videos zeigen. Da könnt ihr draufklicken und bis dann. Tschüss!